Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zum ersten Trading-Video in FIFA 18. Ich trage heute sogar mal die Haare offen, wie ihr seht, ohne Cap und ohne alles. Und ja, ich habe jetzt vier oder fünf Tipps für euch am Start, was jetzt auch zum Totti relevant sein könnte. Und ich würde sagen, lasst euch überraschen und bis gleich. Ja, so ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr seht, ich habe oben jetzt noch gerade 700.000 Münzen am Start, habe einiges investiert. Ihr seht, 30.000 Spieler auf der Kandidatenliste und 67 bzw. 63 haben wir auf der Transferliste. Wir fangen jetzt mit verschiedenen Themen an, was ich euch empfehle, vorm Totti zu kaufen oder jetzt auch, weiß nicht, am Montag oder besser heute Abend, am Sonntag noch, wenn ich das Video hochlade. Und was ich euch empfehle, wenn das Totti denn draußen ist, was ihr da kaufen solltet. So, also, wir fangen an. Und zwar würde ich euch empfehlen, es sind ja gerade liegen SBCs rausgekommen. Und zwar schauen wir hier mal ganz kurz nach. Einzelspieler, Squad Battle. Und zwar haben wir bekommen die MLS-Liga dazu und die Serie A. Das sind die beiden Ligen, die wir gerade aktuell bekommen haben. Und man konnte richtig krass Coins machen. Serie A konnte man, weiß nicht, 120.000 konnte man die ganze Liga kaufen und jetzt für 300.000 knapp verkaufen. Also ist schon richtig geil. Und zwar, Tipp an dieser Stelle: Kauft euch, oh, wie oft ich jetzt M gesagt habe, kauft euch jedes Team aus der Bundesliga einmal 11 Spieler. Orientiert euch ungefähr am Rating vom letzten Jahr. Da könnt ihr auf Footbin nachschauen, wie die SBCs letztes Jahr waren. Aber wenn ihr, sage ich mal, ein, zwei Spieler noch zusätzlich braucht, könnt ihr die später immer noch holen. Bei Bayern München zum Beispiel werdet ihr einen Ribéry und einen Müller und so weiter kaufen. Die würde ich euch auch empfehlen, alle zum Totti zu kaufen. Wie gesagt, die gesamte Liga, Bundesliga, Premier League, schottische Liga. Schottische Liga kriegt ihr auch gerade richtig günstig. Alleine die ganzen Silberspieler, wenn wir hier mal reinschauen, kostet das echt wenig. Wo sind sie? Hier ist die schottische Liga. Wenn wir hier auf Silber gehen, ihr werdet sehen, ihr bekommt richtig, richtig viele Spieler, alle für 200 Coins ohne Probleme. Ja, und die werden dann, also manche Verteidiger zumindest, die Innenverteidiger, rechter Verteidiger, linker Verteidiger und so weiter, die werden dann wahrscheinlich deutlich steigen, selbst wenn sie nur auf 800 Coins steigen. Könnt ihr euch überlegen, macht ihr die SBC oder macht ihr sie nicht? Ihr macht sie auf jeden Fall für einen Bruchteil des Preises, wie ihr sonst zahlen würdet. So, dann kommen wir zum nächsten Trading-Tipp und da gehe ich hier mal ganz kurz auf die Kandidatenliste. Das ist eine Sache, die würde ich euch empfehlen, jetzt vielleicht schon vorm Totti zu kaufen, denn es kann ja sein, dass es wird sicherlich wieder irgendeine SBC kommen, wo 83er vielleicht relativ interessant sind. Ich zeige euch hier die Preise, für die ich die Spiele gekauft habe. Das sind so ziemlich die günstigsten: Sommer, Forsberg, Kagawa, alle unter 2000 Coins, maximal 1700 Coins habe ich für die Spieler bezahlt. Ja, und ihr könnt jeden einmal in den Verein tun und den Rest, ja, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ihr könnt jetzt auf alle zuweisen gehen. Also wenn ihr auf alle zuweisen geht. Also wenn ihr könnt bis zu 500 Spieler oder so auf die nicht zugewiesenen Objekte packen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie das funktioniert. Das ist ein kleiner Glitch, nenne ich es jetzt mal, ja, aber der nicht negativ bestraft wird oder euch nicht irgendwie negativ angelastet werden wird. Das heißt, ihr habt 50 Spieler auf der Kandidatenliste, geht auf alle zuweisen und dann drückt ihr die PlayStation-Taste, geht in eure Einstellungen, Netzwerk und nehmt einmal kurz den Haken raus und wieder rein. Wenn ihr das gemacht habt, fliegt ihr aus Ultimate Team raus, ganz normal, ist ja nicht schlimm, kommt wieder in Ultimate Team rein und dann wird hier bei der Footzentrale hier, ich weiß gar nicht, ob unten links müsste es dann, glaube ich, stehen, nicht zugewiesene Objekte. Wundert euch nicht, auch wenn ihr mehr als 50 da habt, da werden immer nur 50 nicht zugewiesene Objekte stehen. Das können aber natürlich auch deutlich mehr sein. Ja, also könnt ihr 83er richtig viele kaufen. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar sind es die High-Rated-Spieler, was so 86, 87, 88 angeht. Da kann man auf jeden Fall auch richtig Profit machen. Ich habe ja in einem der vorherigen Videos mal gesagt, für was für Preise die ungefähr im Durchschnitt immer so weggegangen sind. Also 86er Spieler waren immer im Bereich so um die 20.000 Coins. Da gab es zwischendurch schon mal einen Tiefpunkt bei 12.000 Coins. Ja, also wenn der wieder auf ein PP auf 12.000, 13.000 Coins runtergeht, kann man den auf jeden Fall mitnehmen. 87er kosten so im Bereich von 30k, aber die liegen gerade aktuell nur bei 26k. Also die müssten schon auf 21, 22 runtergehen, damit sich's lohnt. Die 88er liegen bei
Und das weiß ich jetzt gar nicht so genau aus dem Kopf, müsste ich nochmal nachschauen. Ja, 88er könnt ihr euch ja die Preise jetzt angucken und werdet dann sehen, was sie beim Totti kosten. Da werden sie wahrscheinlich nochmal deutlich runtergehen. Kommen wir jetzt zum nächsten Tipp. Und zwar hat Hunter Trading auf Twitter, der werde ich euch die Seite von ihm auf jeden Fall unten nochmal verlinken in der Videobeschreibung, hat dort reingeschrieben, dass letztes Jahr die OTWs aus der Bundesliga, die Bundesliga fängt ja relativ spät an, die Premier League und so weiter laufen ja schon wieder und die Bundesliga fängt wieder ein bisschen später an. Und die Bundesligaspieler sind vom Anfang des Jahres, also jetzt wo wir gerade sind, bis zum Saisonbeginn, die ersten paar Spiele, um bis zu 20% gestiegen. Das heißt also ein Bruma, Jamolenko, da kostet der OTW genauso viel gerade wieder in Form. James ist schon ein bisschen teuer, aber Bruma, Jamolenko kann man auf jeden Fall safe mitnehmen. Jetzt noch eine kleine persönliche Empfehlung von mir, und zwar Origi PTG, Pass to Glory Origi. Warum? Ganz einfach. Gomez hat den Verein gewechselt zu Stuttgart. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für Origi, dass er einen Stammplatz kriegt, ziemlich hoch ist. Und das heißt, wenn er das erste Spiel schon spielt oder bekannt ist, dass er aufgestellt wird, reicht es schon, dass er da deutlich am Preis steigt. Zum Schluss zeige ich euch noch einmal kurz meine Kandidatenliste, was ich alles so gekauft habe. Wie gesagt, 83er habe ich euch ja schon gesagt. Dann Origi, ich biete die alle schon überteuert an. Was soll's? Genau, eine Sache habe ich auf jeden Fall noch vergessen. Und zwar Informspieler, wenn es Totti wirklich rauskommt, wisst ihr, werden immens viele Packs gezogen und ihr solltet dann auf jeden Fall Abstoßspieler, also da werden wahrscheinlich auch 82er und vielleicht 83er auf Abstoßpreise sinken. Das heißt 81er, 82er und 83er, wenn ihr Glück habt, zu Abstoßpreisen unter 11k solltet ihr euch richtig krass eindecken. Das dauert dann 1 bis 2 Wochen und dann macht ihr 50 bis 60, 70% vielleicht gewinnen. Das heißt, von 10.000 steigen die auf 16.000, 17.000, vielleicht auch nur 14.000, aber das ist auf jeden Fall ein riesenguter Gewinn. Die TOTGS-Karten, die müsst ihr jetzt mal hier so ein bisschen außen vor lassen. Da habe ich in ganz wenig, habe ich nur 5 Stück geholt. Das sind ziemlich die einzigen, oder sind die einzigen Special-Karten, die bis jetzt noch nicht für irgendwas verwendet worden sind. Deswegen habe ich da ein paar mitgenommen. Holt euch da vielleicht auch 5, 6 Stück oder so. Macht man ja keinen Verlust, wenn man unter 11k zahlt. Ja, wie gesagt, die 82er hier unter 12.000 kann man eigentlich auch keinen Fehler mitmachen. Lovren unter 20.000 als 84er der Premier League könnte interessant werden im Hinblick auf den Spieler des Monats. Jamolenko, wie ich euch gesagt habe, Theo Hernandez aktuell der günstigste OTW überhaupt. Letztes Jahr gab es ja zum Wintertransfer, wenn die neuen OTWs rauskamen, die Winter-OTWs, gab es ja eine SPC, wo man OTWs gebraucht hat. Ob das so sein wird oder nicht, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber eher der günstigste habe ich einfach mal 2-3 mitgenommen oder so. Ist jetzt auch schon 2-3k gestiegen. Ja, Sigurdsson, auch der ist der günstigste 84er OTW, habe ich mir auch mitgenommen, kostet auch ungefähr so viel wie seine Hero-Karte, so 36.000, 37.000 Coins. Ja, dann habe ich einfach alle Informs, die ich habe, was ich im Verein habe, biete ich einfach überteuert an. Solltet ihr auch so machen, wenn ihr welche im Verein habt. Ich mache mir hier jede Woche, wenn neue Informs kommt, die Abstoß mache ich mir immer einen in den Verein und auch den biete ich jetzt mittlerweile einfach überteuert an, um die Liste relativ voll zu haben. Bonucci habe ich zweimal den OTW gekauft, schon für 130.000. Da muss ich jetzt noch ein bisschen warten, dass es sich lohnt, aber durch das Siegtor könnte es schon sein, dass er einen Inform bekommt und alleine die Predictions, die ja immer rauskommen, könnten dafür schon reichen. Aber den jetzt noch zu kaufen, ich weiß es nicht. So, dann hoffe ich, euch hat das Trading-Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich versuche jetzt in Zukunft übrigens immer mittwochs eine Matchup-Marquees-Prediction rauszuhauen, also eine Top-Partien-Prediction rauszuhauen und dann auch Empfehlungen, welches Team speziell man sich anschauen sollte, wo man Spieler viele kaufen sollte. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wieder schauen. Man sieht sich.